Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Traders Briefing Live. Mein Name ist Thomas Bob. Nach einer krankheitsbedingten Pause geht's heute wieder weiter. Und da schauen wir als allererstes mal auf den DAX. Dann schauen wir uns den S&P an und dann noch den Shanghai Index. Denn dieser hat eigentlich bis letzten Freitag gar nicht so schlimm ausgesehen. Aber da hat sich jetzt ein größerer Kursverlust ergeben. Und da wird es Zeit, dass wir da mal einen Blick drauf werfen. So, also hier sehen wir jetzt den deutschen Aktienindex. Sehr schlecht ist ein Ausbruch über einen Widerstand, der 5 Tage später wieder neutralisiert wurde. Und jetzt wird es interessant, wird diese Linie hier unterschritten, dann müssen wir davon ausgehen, dass der DAX auch unter 11.036 abrutscht und womöglich hier diese Unterstützung bei 10.580 Punkte ansteuert. Ich hatte ja gesagt, das Ganze um Griechenland heißt ja noch lange nicht, dass das Problem gelöst ist. Deshalb war das wahrscheinlich hier eher eine Short-Covering-Rally. Und dann fehlt es natürlich an Anschlusskäufen. Wie man hier sieht, die kamen zwar, aber die haben nicht dafür gesorgt, dass der Index deutlich weiter steigt. Und das ist ja zwingend notwendig, dass an einer solchen Marke mehr Käufer als Verkäufer auftreten, damit der Index weiter steigen kann. Ist nicht passiert. Jetzt geht es in die andere Richtung und jetzt dürfen wir normalerweise eigentlich diesen Abstand hier nehmen und legen den hier an das Tief dran. Dann hätten wir im deutschen Aktienindex ein Ziel ungefähr bei 10.519 Punkte, wenn es denn so kommt, wie es eigentlich immer zum größten Teil kommen soll, wenn so ein Ausbruch hier neutralisiert wird. Das Interessante ist, dass die Optionsdaten anzeigen, dass man auf die Short-Seite gewechselt ist. Was Sie hier sehen, sind die aktuellen Optionsbestände für den August. Und da sieht man, die Stillhalter haben massiv Calls geschrieben, der Basis 11.500. Hier muss ich jetzt erwähnen, es gab ja schon Leute, die gesagt haben, dass ihre Daten mit meinen nicht übereinstimmen. Ich fasse immer 2 Basispreise zusammen, nämlich die Basis 11.500 bei den Calls und 11.550. Das bedeutet, wir haben also hier bei diesem Balken 2 Basispreise zusammengefasst. Und das ist natürlich ein massiver Widerstandspunkt, der nicht so einfach überschritten werden wird und der natürlich auch sagt, hier, wir Stillhalter sind bärisch eingestellt, wir gehen davon aus, dass der DAX nicht weiter steigen wird über 11.500 und damit ist natürlich der Weg eigentlich nach unten in Richtung 11.000 und tiefer schon aus diesem Grund vorgegeben. So, und ich hatte Ihnen ja gesagt, der Bereich um, oh, Entschuldigung, das ist falsch. 10.580 ist das Ziel anhand Unterstützung und Widerstand. Und hier sehen Sie die 52-Tage-Envelopes und da ist der DAX jetzt gerade gestern unter die 52-Tage-Linie, die normalerweise eine Unterstützung ist, abgerutscht. Und bleibt, falls das die nächsten Tage so bleibt, haben wir ein unteres Envelope bei 10.558 als Mindestziel. Es kann natürlich wie hier noch deutlich niedriger gehen, aber das ist natürlich dann wieder eine Geschichte, die wir erst abklopfen müssen. Noch ist es nicht so weit, noch heißt es, die Unterschreitung der 52-Tage-Linie muss bestätigt werden, dann kommt 10.558 als Zielmarke in Frage. So, und damit sind wir beim Sentiment. Was Sie hier wieder sehen, ist der DAX mit Advanced Decline Linie der DAX-Aktien und unten die Advanced Decline Linie der gesamtdeutschen Aktien. Während der erstgenannte Indikator, Sentimentindikator, schon ein Verkaufssignal generiert hat, ist der zweite Indikator noch auf Kauf, hat aber schon nach unten abgedreht. Sehr, sehr bärisch wird es, wenn dieser Indikator hier unter die blaue Signallinie abrutscht. Aber wir haben hier im Markt schon etwas Nervosität, weil die Advanced Decline Linie mittlerweile auf Verkauf steht und der Index sozusagen eigentlich diesen Ausbruch nach oben neutralisiert hat. So, der nächste Sentimentindikator ist der Bull 18. Der zeigt ja an, wie viel
DAX werde eine steigende 18-Tage-Linie haben mit einem Steigungswinkel pro Tag von 0,1%. Hier hatten wir ja einen Ausbruch über diese grüne Linie und ich hatte in der letzten Analyse vor 2 Wochen gesagt, wenn sowas kommt, dann steigt der Index im Normalfall immer weiter bis zur oberen roten Überkauftlinie und dann muss man mit einem Top rechnen. Wir sehen hier, der Index ist auch weiter gestiegen, der Indikator hat aber jetzt nach unten abgedreht. Das heißt, wir haben auch hier ein erstes Warnsignal. Ich würde sagen, es wird erst richtig gefährlich, wenn dieser Punkt hier in der Mitte unterschritten wird. Bis jetzt hat ja eigentlich das Ganze gut funktioniert, diese Analyse, die ich damals präsentiert hatte. Der Indikator hat natürlich jetzt vorher schon nach unten abgedreht, was natürlich nicht gerade für weiter steigende Kurse spricht. So, und damit wären wir beim S&P 500. Schauen wir uns hier mal den Kerzenchart auch an. Auch hier Ausbruch nach oben neutralisiert. 2 Dojis hintereinander, dann der Kursrutsch unter diesen Widerstand und jetzt steht der S&P 500 schon unter der 9-Tage-Linie, der 18-Tage-Linie. Ich gehe davon aus, hier dürfte es weiter in Richtung Süden gehen. 2038 bis 2044 ist mein nächstes Ziel, dann muss man hier weitersehen. So, werfen wir auch hier mal einen Blick auf die Advanced, die kleinen Linien. Hier haben wir nämlich was sehr Interessantes, während ja im DAX die DAX Advanced, die kleinen Linien, nur ein Kreuzungssignal mit der gleitenden Linie, mit der Signallinie nach unten generiert hat, haben hier bereits beide Advanced, die kleinen Linien, auf Verkauf geschaltet. Wir haben in Amerika also damit einen Bärmarkt eingeläutet. Und jetzt fehlt hier nur noch die Unterschreitung der 200-Tage-Linie bei 2058 hier im Wochenchart. Dann geht es hier meiner Meinung nach richtig zur Sache. Was mir aber besonders aufgefallen ist, das gilt nicht nur für die S&P 500-Aktien, sondern für den gesamten US-Aktienmarkt, ist, dass der Index sich immer noch viel zu gut hält, während ja ein Großteil, unglaublich viele S&P 500 Aktien ein neues 52-Wochen-Tief ausbilden. Und was Sie hier sehen, ist im inneren Indikatorraum die S&P Aktien mit neuem 52-Wochen hoch und unten die mit einem neuen 52-Wochen-Tief. Und was Sie hier sehen, das ist seit 2012 das erste Mal, dass diese Hochpunkte hier überschritten wurden. Und wenn wir das Ganze jetzt einmal zusammenstauchen, das heißt, wir haben jetzt hier die Daten ab 2000, ist eigentlich das im kurzfristigen Zeitraum zwar sehr hoch, aber wenn man sieht, wo dieser Indikator noch hinlaufen kann, ist noch deutlich Abwärtspotenzial möglich am amerikanischen Aktienmarkt und in der Folge einem neuen Höchststand für diesen Indikator, der ja eigentlich noch nicht das Hoch aus 2011 erreicht hat, noch nicht das Hoch als Beispiel aus 2002, das lassen wir jetzt hier mal außen vor, das war ja die Finanzkrise im Jahr 2008, aber das gibt etwas zu denken. Wir müssen davon ausgehen, dass die breite Masse der US-Aktien schon längst im Bärmodus ist, nur der Index hat das Ganze noch nicht nachvollzogen. Wir müssen also davon ausgehen, wenn das Sentiment korrekt ist und den Weg vorgibt, dann sollte also der Bereich hier von 2038 bis 2044 nur als Mindestziel dienen. Eventuell kommt da sogar noch deutlich mehr nach unten. Ein Grund ist auch, dass zum Beispiel Dow Transport, Sie sehen, der ist schon längst massiv im Abwärtstrend. Der hat hier eine Gegenbewegung ausgebildet, steht jetzt wieder knapp über seinem bisherigen Tief. Das ist bärisch, ist eine negative Divergenz. Wir haben einen Dow-Versorgerindex, der ja sehr zinssensitiv ist. Der ist buchstäblich hier am Widerstand verkauft worden und ist wieder unter diese Unterstützung abgerutscht. Auch hier zeigt dieser Index für den Gesamtmarkt eher nach unten. Das Einzige, wo man sagen kann, wo noch die Welt eigentlich in Ordnung ist, ist im Nasdaq 100, aber der hat hier ein Bearish Engulfing Pattern ausgebildet und
Hier wird es interessant, wenn diese Unterstützung bei 4.531 unterschritten wird, dann geht es wahrscheinlich auch hier Richtung 4.200. So, meine Damen und Herren, und damit sind wir beim Shanghai Composite Index. In China ging es ja die letzten Wochen und Monate richtig zur Sache. Der Index ist von über 5.000 Punkte auf 3.400 eingebrochen. Dann hat die chinesische Regierung interveniert, hat den Markt gestützt und sehr viele Aktien wurden ja vom Handel ausgesetzt. Tja, da besteht natürlich die Frage, wieso hier keine Analyse präsentiert wurde. Ganz einfach, der Markt wurde gestützt von China. Eine Unterstützung hier wurde erreicht. Der Markt hat sich am 50% Retracement dieser Aufwärtsbewegung hier gefangen und es ergab sich ein saisonales Tief. Jetzt ist die Frage, man hätte ja sagen können, dass man jetzt auf steigende Kurse setzen soll. Das ist immer so eine Sache, wenn man sagt hier, der Markt hat ein saisonales Tief, der Markt ist an einer Unterstützung am 50% Retracement und der wird von der chinesischen Regierung gestützt. Wenn da die Leute jetzt reingehen und dann kommt auf einmal so eine Bewegung wie hier gestern oder heute Nacht, dann steht man dumm da. Aus diesem Grund, das war kein Chart, der klar nach oben und klar nach unten zeigt. Sieht man auch hier, es ging ja jetzt wieder hoch bis zum 38,2% Retracement und gerade die letzten Wochen, gerade bis in der letzten Woche, war der Kursverlauf ganz normal und jetzt kam halt heute Nacht diese Bewegung und aus diesem Grund machen wir hier auch mal eine Analyse. Jetzt ist die Frage, was passiert jetzt hier? Ganz einfach, wir haben hier eine sehr große gelbe Unterstützungszone, solange 3.400 Punkte mit Schlusskurs nicht unterschritten wird, ist hier das nur eine ganz normale Korrektur. Der Punkt ist aber auch der, zum Einstieg, man soll hier auch nicht long gehen, weil man weiß ja nicht, ist das jetzt noch eine Korrektur oder einfach nur eine Gegenbewegung. Es ist noch nicht klar, ob das jetzt wirklich günstige Kurse sind oder ob es noch tiefer geht. Wenn es natürlich noch tiefer geht, dann könnte man hier eine 1, 2, 3 Zielprognose erstellen, die sozusagen den Shanghai Composite Index bis 2711, das ist hier diese Marke, hinabführt. Das bedeutet, hier oben beginnt diese Bewegung, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Müssen wir natürlich jetzt noch etwas genauer heranziehen. So, hier haben wir jetzt die reale Marke 2335. Das wäre das Ziel, wenn dieser Tiefpunkt hier mit Schlusskurs unterschritten wird. Wann kann es dazu kommen? Eigentlich erst, wenn das saisonale Hoch am 12. August abgearbeitet ist. Aber ob die Saisonalitäten in China funktionieren, ist wieder eine ganz andere Geschichte, weil der Markt wird ja auch viel vom Staat beeinflusst. Ich zeige das hier nur mal zur Information, aber solange diese Linie hier nicht unterschritten wird, ist das alles nur eine Korrektur. Dazu mal der Shanghai Composite sich immer noch über der 200-Tage-Linie hier befindet. Die verläuft momentan bei, was haben wir hier, 3620, also hier sind noch 100 Punkte Platz. Wir haben hier mehrere Unterstützungszonen, Sie sehen es hier, also diese Linie, die ich hier eingefügt hatte, die geht zurück bis ins Jahr 2009 und erst wenn diese Linie unterschritten wird, dann kommt hier mehr. Ansonsten ist das eigentlich nur für mich eine ganz normale Korrektur. Und wir nehmen uns jetzt mal hier die Freiheit, nochmal auf den ganz, ganz langfristigen Chart zu blicken. Und wenn wir hier noch eine zusätzliche Linie einfügen, das heißt, dann sind hier mehrere Unterstützungszonen, die diesen Index vor weiteren Kursverlusten abhalten könnten. Zum einen drei Unterstützungen, zum anderen die 200-Tage-Linie. Und solange diese Marken halten, ist das nur eine Korrektur. So, meine Damen und Herren, das war es wieder mal von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Bob. Ich wünsche Ihnen eine schöne Handelswoche.
und hoffe, ich habe Ihnen wieder einiges Neues präsentiert. Eins ist aber ganz klar, wenn also dieser chinesische Index unter diese unterrote Linie fällt, dann dürfte auch der S&P 500 und der DAX noch weiteres Abwärtspotenzial als die angezeigten 2040 Punkte im S&P und 10.580 für den DAX haben. Aber da muss man sehen, wie das Ganze dann sich entwickelt. Das war's, tschüss und bis zum nächsten Mal.